Danke vielmals, Urs, für die wunderbare Zusammenkunft, die du uns heute wieder ermöglicht hast. Sensationell. Viele denken ja, es brauche ich die Treffen gar nicht mehr, es brauche ich keine Weiterbildung, es brauche ich keinen Widerstand mehr. Ich denke, jeder, der heute da ist, beweist das genaue Gegenteil. Von mir da ganz herzlichen Dank. Kämpfen ihr alle weiter, seid ihr alle noch da. Danke euch allen. Ich wünsche nach bald 3 Jahren euch können sagen, wir gehen jetzt in Ruhestand, es wäre alles fertig. Die Welt draußen bleibt so, wie sie ist, ohne Zwangsmassnahmen. Leider ist das genau das Gegenteil der Fall. Das Covid-Gesetz ist verlängert worden, um 18 Monate. Das Zertifikat soll bleiben bis 2024. Wir haben gesehen, es kann jederzeit wieder kommen. Es braucht ein paar Tage Angstpropaganda im Blick. Und schon sind neue Massnahmen wieder da. Wir haben es gesehen, Thailand hätte fast wieder die Einreise nur für Geimpfte gemacht. Es braucht auch bei uns nicht viel. Gebt euch nicht die Illusion hin. Das wäre jetzt alles gut. Wir müssen sie nicht mehr sammeln. Und es bleibt jetzt draußen. Und unsere Grundrechte wären wieder da. Sie sind von 2 Seiten unter Beschuss. Zuerst für unsere Politiker, für unser Parlament. Umso mehr habe ich Freude, haben heute schon ganz viel da drinnen unser Referendum gegen die Verlängerung vom Covid-Gesetz unterschrieben. Ich sehe ganz viele da drinnen, die aktiv sammeln. Morgen im ganzen Land am Nationalen Sammeltag, jetzt schon auf der Straße gewesen sind. Und da bitte einen grossen Applaus an alle, die da mithelfen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünschte, das wäre alles, was wir sammeln müssen. Davor liegt Bargeld, Notrechtsinitiative Kanton Zürich, Kinderschutzinitiative. Aber das wirklich dicke Ding ist der Austritt aus der WHO. Die Grundproblematik von unserem Land, die grosse Gefahr, die unser Volk bedroht, ist nicht der Börse. Das ist die Politik der WHO. Das ist die Internationalisierung. Das ist die immer grösser werdende Abhängigkeit von supranationalen, undemokratischen, häufig tief korrupten Organisationen wie der EU, WHO, WEF etc. Das Übel. Das ist das Unkraut, das wir ausreißen müssen. Wir können noch viel Abwehrkämpfe führen. Wie beim Referendum oder der Giacometti-Initiative, die genauso wichtig ist. Aber wir müssen endlich die Offensive stürmen. Angreifen und nicht immer nur verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und die Linie für unsere Freiheit, die geht immer mehr zurück. Jetzt müssen wir wieder gegen Führer gehen. Und das machen wir. Massvoll losiert mit ganz vielen Partnern aus der Bürgerrechtsbewegung Souveränitätsinitiative. Mit dieser wird verunmöglicht, dass eine EU, WHO und alle anderen in unsere verfassungsmässige Rechte eingreifen können. Wenn wir die Initiative sammeln, sind wir alle wieder souverän. Und dann bestimmt niemand mehr über uns fremd, sondern dann sind wir endlich wieder Herr oder Dame im eigenen Haus. Die Initiative wird dazu führen, dass, wenn jetzt etwas kommt, wie ein WHO-Pandemie-Pakt, der nachher internationales Recht ist, Völkerrecht, wo sich der Bundesrat zurücklehnen kann und sagen, ja, das hat die Schweiz unterschrieben, wir müssen jetzt da das internationale Recht einhalten, wie wir das gehört bei Schengen und bei allem anderen, was uns schadet. Da wird es genauso anlaufen. Der Berset hat schon mal gesagt, Pandemie-Pakt fände ich ja gut, die Schweiz mieche ich da mit. Ja, haben wir darüber abgestimmt? Hat überhaupt das Parlament darüber abgestimmt? Nein. Das hat der Berset wieder mal schön im Alleingang bestimmt. Pandemiepakt, die Schweiz wäre dabei. Das ist brandgefährlich mit dem Pandemiepakt. Ich habe den WHO-Direktor Tedros, ein wunderbarer Kommunist, im Alleingang global der Mitgliedstaaten der WHO, das sind fast alle Länder der Welt, Massnahmen diktieren. Da braucht es nur eine böse Killer-Virus-Mutante. Und wir dann Impfzwang. Und der bestimmt das nicht mehr der Bundesrat, wo wir noch das Mittel hätten, dagegen etwas zu machen, wie beim Referendum. Wenn die WHO die Kompetenz bekommt, dann ist es vorbei. Dann ist auch der Bundesrat, die deutsche Regierung und alle anderen entmachtet. Wir in der Schweiz haben das einzigartige Privileg, dass wir das verhindern können.
mittels Volksinitiative. Wir starten schon gleich geht es los. Und da möchte ich euch bitten, das wird wahrscheinlich der wichtigste Kampf von unserem Leben. Sammelt alle mit und gemeinsam machen wir die Schweiz wieder souverän und treten aus der WHO aus. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Der Nikolas hat sogar die Zeit gehalten.